Alles klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Marie, guck mal. Wow. Wie schön. Was ist das für ein schöner Mensch dort, diese Augen. Wow. So ein schönes Geschöpf Gottes. Wow. So schön gemacht. Wow, du strahlst richtig, weißt du das? Deine Augen leuchten. Und du bist so geliebt von Gott. Und wenn du lächelst, dann geht die Sonne auf. Ja, und deine Finger und so, wow, das ist so schön. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag. Du hast mir auf jeden Fall den Tag versucht. Ja, mir auch. Gott segne. So ganz spontan gefragt, wie gefällt euch das, was ihr gerade eben gehört habt? Es ist gewiss sehr gut gemeint und so nett und, ach, menschlich könnte man sich doch erfreuen. Nur habe ich in meinem Bezug zur Bibel Fragen, ob das, was da dargestellt wird von diesem schier gar göttlich strahlenden Menschen, ob das Gleiche ist, was mir die Bibel mitteilt. Und dann habe ich so den Eindruck, also was ich in der Bibel über den Menschen lese, ist meistens nicht so gefärbt und auch nicht so überzogen. Natürlich die Grundinhalte dessen, dass wir geliebte Gotteskinder sind, das steht ja nicht zur Frage. Zur Frage steht aber, ob eine solche Betonung das ist, was mir das Wort Gottes für mich persönlich übermittelt. Nun, dann habe ich mir Gedanken gemacht, ja, Jesus selber, wann und wo hat er einmal Menschen so richtig hervorgehoben, gelobt. Ja? Und da fand ich zwei Stellen. Die eine, Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm. Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in welchem kein Falsch ist. Was für ein Lob, was für eine Anerkennung. Der Herzenskenner Jesus Christus spricht über Nathanael. Eine weitere Person war da dieser römische Hauptmann, von dem Jesus mit Verwunderung sagte, wahrlich, ich sage euch, bei niemand in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Also beachtenswert, erstaunlich. Aber in all diesen Aussagen finde ich nichts von dem, was jetzt so typisch menschlich, oh, du bist so toll und du bist so ein Geschöpf. Ich sehe den Schöpfer in dem Geschöpf. Ich sehe Christus in dir. Ja, all diese Dinge, die so schön betont, so überzogen, gefährlich sind für mich. Ich von meiner Warte aus meide solche Aussagen. Wenn ich dann die Schriftstellen betrachte, die den sogenannten Gutmenschen von Gottes Warte aus beschreibt. Und da finde ich dann plötzlich Aussagen, die total konträr sind, wo ein hochheiliger Allwissender sich beschäftigt mit Menschen, die in ihrer Normhaltung, in ihrer Herzenshaltung, so wie sie sind, unheilig, dem Geist fleischlich feindlich gegenüberstehen, wo es unbedingt Veränderung, Korrektur braucht. Ohne die wirst du einem hochheiligen Gott niemals begegnen können, in keiner Weise. O Mensch, beachtest du das? Siehst du das? Um dann zu bedenken, einer der geistlich fortschrittlichsten, vollkommensten Personen, die auf dieser Erde gelebt haben. Dieser Person musste Gott, anstatt ihn zu loben und ihn hochzuhalten, dieser Person musste Gott, das ist jetzt beachtenswert, er musste ihn durch
feuerheiße Erprobungen hindurch zeigen, dass er in sich selbst nicht nur eine Niete, eine Null war, sondern dass er am Ende sagen musste, ich verabscheue mich selbst. Weil er Buße tun musste und da waren Dinge in ihm enthalten, obwohl er zuvor doch schon so vollkommen und so herrlich und so lobreich gewesen ist, die Gott angesprochen hat, die er herausschmelzen musste durch den Hochofen des Elends. Und wir kennen diese Person, es war Hiob. Man kann sich denken, ja warum tut Gott ihn nicht nur loben und ihn als Beweis, wie weit kann ein Mensch auf dem Berg der Heiligung emporkommen zu diesem Gipfel göttlicher Herrlichkeiten? Ja, herrlich, da sollte man doch nicht erwarten, so eine Handhabung, so ein Einwirken Gottes in diesem Leben. Was war denn bei Paulus? Paulus stand in der Gefahr, sich selber zu überheben, wegen hochheiligen, geistlichen Offenbarung des Allerhöchsten. Paulus steht in einer Gefahr? Ja, und das wird angesprochen. Was war denn mit den 7 Sendschreiben an die 7 Urgemeinden? Was war da los? Wer bekam da ein richtiges, saftiges Lob und wer bekam Tadel, Tadel, Tadel? Und das lässt mich nachdenken. Was erwarte ich? Wie erwarte ich meine Beurteilung? Oder wollen wir darüber nicht reden? Oder wollen wir Korrekturen bei uns guten Menschen nicht so an uns rankommen lassen? Oh, das bitte, mein lieber Gott, das erwähne doch nicht und das behandle doch auch nicht. Und bei einer Gelegenheit spricht Jesus über seine auserwählte Jüngerschar und er spricht sie an und sagt, o du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Kann man das denken? Herr, was sprichst du da? Das sind doch deine Vorbilder. Das ist doch sozusagen deine Crème de la Crème der Menschheit. Das sind doch ganz besondere. Da kannst du doch nicht von verkehrten, falschen, ungläubigen Haufen Menschen reden. Das geht doch so nicht. Wie ist das möglich? Passt das noch zusammen? Habe ich einen Begriff davon, dass das sehr wohl zusammenpassend ist? Ja, wenn ich mir betrachte die biblischen Geschichten.